Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren... Heinrich, okay. Mir ja? nach. Okay. Wir gehen auf die Jagd. Ja, ich erkläre mich nicht, wir gehen auf die Jagd. Aber sag mal, Freund Nase, ich habe doch jetzt gar keine Pfeile mehr. Wie soll ich denn jagen? Benötigst du Pfeile? Falls du welche hast, rüste dich mit ihnen in deinem Inventar aus. Gibt's hier noch was? Bruder, wie sieht's aus? Ich, hab keine Pfeile. Was habe ich hier jetzt? Ah, okay, dieses Messer. Naja, ist cool, wird gut, oder? Wird gut. Ich sehe keine Probleme. Ja, erstmal hi Leute. Ich muss sagen, ich habe wieder immens Bock. Letzte Episode fand ich richtig geil. Ich habe auch schon auf Twitch mit vielen Leuten drüber geredet, wie geil ich es fand. Und ich muss sagen, schon allein die Atmo im Wald ist irgendwie echt eine Hausnummer für sich, oder? Das ist halt richtig Wald, wisst ihr, wie ich meine? Nicht irgendwelche crazy Fabelwesen, sondern ja, einfach ein Wald. Ne? Und ich liebe hier alles. Also muss ich ehrlich sagen, ich sehe uns schon richtig dabei, wie wir jetzt die nächsten Episoden mal wieder ne, die Main Story ein bisschen nach hinten setzen und mal eine Theresa besuchen, mal Dietrich hier holen, mal diesen Ring abholen gehen, mal mit Bernhard trainieren, mal Pfeile kaufen, wenn wir den Bogen behalten dürfen, und ich gehe mal stark davon aus, und einfach mal in den Wald gehen und ein bisschen shooten. Des Weiteren würde ich behaupten, ein Pferd ranzuholen wäre außerordentlich sinnvoll, ja. Schon allein der Tatsache geschuldet, dass wir eben auf Hardcore spielen und nicht schnell reisen dürfen. Ergo wird unser Pferd unser bester Freund. Und mir wurde auch direkt gesagt, dass man da durchaus coole Sachen skillen kann beim Reiten, ne? Mittlerweile habe ich echt das Gefühl, man muss schon irgendwie alles skillen, oder? Weil es so viele coole Skillpunkte gibt einfach. Auf den verschiedensten Sachen. Also gerade auch, was bei Reparatur und Instandhaltung abgeht, ist ja einfach gottlos. Ja? Also muss man ja mal fairerweise zugestehen. Ich spiele auf einem neuen Desktop und ich würde sagen, die Settings sind gut. Ja, das sieht doch geil aus, Alter. Das sieht doch richtig geil aus. Aber falls euch irgendwas auffallen sollte, immer gerne in die Comments damit. Ja, also diese kommende und die darauffolgende Episode kann ich da noch nicht reagieren. Dann bin ich erstmal im Urlaub, aber danach könnte ich theoretisch reagieren. Ja, ich glaube aber, das passt so. Eine Sule. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust. Verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Ich sehe da ein Kaninchen. Folge Herrn Hans. Die zwei Doggos. Ja, da war ich schon. Hab ich doch gesagt, gell? Wichtiger Spot. Ich dachte, das wäre eine Salzlecke, aber Sule ist auch okay. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Oh ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Ich glaube, der Hans Kaffon und ich, wir werden noch wilde Abenteuer erleben. Ganz ehrlich, ich glaube es wirklich. Folge Herrn Hans, ja, abgeschlossen. Ja, hey, Alter. Ich bin so gut im Questen. Das sieht schlecht aus. Folge Herrn Hans, ja, ich eile. Ich hab's Gefühl, hier wird was dazwischen kommen. Bring das Wildschwein zur Strecke, finde Herrn Hans. Ja, goodness, okay, das ohne Pfeile ist jetzt natürlich außerordentlich scheiße. Soll ich dem jetzt nachrennen und schlagen, oder? Das wird ja wohl kaum klappen. Können wir mal hier bei einem Hasen das testen? Jetzt hab ich irgendwie an den rankommen. Ja, eben. Keine Chance. So, wie soll ich dann ein Wildschwein jagen? Grab? 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 Beginnen zu graben. Und luckily haben wir schon eine Schaufel dabei. Haben wir hier einen Schatz gefunden? Random, bitte. Hat er Pfeile dabei?
Schade, das wäre jetzt auch zu geil. Junge, sind die viel wert. Stark, oder? Stark. Habe ich jetzt die Schaufel in der Hand? Nee, ist schon immer noch dieses Ding da. Wie heißt das nochmal? Das hat, glaube ich, einen ganz coolen Namen eigentlich. Ist eine Schande, dass ich das nicht betiteln kann, so wie es auch tatsächlich heißt. Kommt, wir gucken mal Inventory, wie das Ding heißt. Wie heißt das Ding? Haupthand, ja. Danke. Danke, Mann. So, Waffen. Wie heißt das? Ein Sax. Ein Sax. Ja, wir nennen das ein Sax. Verbesserter Jagdpfeil. 10 Stück. Let's go. Ja, haben doch Pfeile. Alles geil. Zack. Ausrüsten. Let's go. Der Peabody Williams ist wieder im Jagdgeschäft. Okay, und dann direkt Spieler. So, passt mal auf. Agility. Da müssen wir so rein grinden. Da haben wir neulich, glaube ich, schon geguckt. Das ist alles nicht so ganz mein Ding. Vitality, Redekunst? Oh, da machen wir dringend letztes Angebot. Dringend machen wir da letztes Angebot, ja. Safe Call. Dann können wir richtig losfeilschen. Kampf, Bogen, bald auf Stufe 3. Dann können wir, glaube ich, den ersten Skillpunkt setzen. Da habe ich richtig Bock drauf. Fähigkeiten, Jagen, Stufe 3. Let's go. Trophäenjäger, Geweihe. Q-Info. Du kannst erlegten Wildtieren das Geweih entfernen. Trophäenjäger, Zähne. Du kannst einigen Tieren die Zähne entfernen. Wir nehmen Zähne. Wir nehmen Zähne. Ein ganz einfacher Grund, warum wir Zähne nehmen, oder? Was jagen wir jetzt? Ein Wildschwein. Was war da abgebildet? Ein Wildschwein. Was entnehmen wir nachher von diesem Wildschwein? Die Zähne. Wie werden wir die Zähne verkaufen? Oh, sehr teuer. Na, eine ganz klare Sache. Man muss auch immer geschickt einfädeln hier. Das gehört zum Jagen dazu. Ein vorausschauendes... Da müssen wir hin und da witter ich Gefahr. Na gut, ich geb's zu. Es ist schmachvoll, von 3 Kackwürsten gefasst zu werden. Da sind 3 Kackwürste. Wo sind die? Da hinten. Was glotzt du so, du Schmeißfliege? Noch nie einen richtigen Mann gesehen? Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich würde sagen, hier ist ein Retterschnaps nicht schlecht, oder? 3 Leute zu zweit. Puh. Mal Q weg. Wo Retterschnaps? Ach so, muss ich einfach speichern, gell? Spiel speichern, ja. Spiel gespeichert, okay. Let's go, Leute. Seid ihr bereit? Wir retten Herr Hans Capon, aber auf den Peabody Williams Weg. Wisst ihr, wie ich meine? Den ersten holen wir mit Pfeil und Bogen raus. Ganz klare Sache. Ich weiß nicht, ob wir erst Herrn Hans Capon befreien sollen. Dann wären wir im Vorteil. Oder ob wir... Wo ist der Rest von denen? Ich sehe halt nur den einen. Bin gespannt. Wie nah ich daran könnte. Oh! Das ist dem egal! Oh, goodness! Ja, chill mal, Alter. War doch gut. Wo? Manchmal frage ich mich ein bisschen, wo meine Hits sind. Damit habe ich echt noch die größten Schwierigkeiten. Wisst ihr, wie ich meine? Im richtigen Move meine Hits rauszuhauen. Weil manchmal denke ich dann quasi so, yo, mein Hit kommt ja gleich noch raus, aber er kommt dann gar nicht, ja, so wie hier jetzt zum Beispiel. Oder ich bin einfach viel zu langsam, weil ich noch nicht so skilled bin wie die. Ich glaube, das ist eher das Ding. Hier nimm einen Stich ins Gesicht. Jetzt seid ihr ganzen Ärsche am Arsch, Alter. Oh, ich bin am Arsch. Mhm. Oh, wie ist er so nah rangekommen noch? Stark. Ja, hier, was, wie schmeckt dir das? Er will ein Bogenduell. Wirklich? Gegen Peabody Williams willst du ein Bogenduell? Das kann er haben. Das kann er haben. Das kann er haben. Oh, na, den hat er stecken. Ich zwar auch, aber er hat ihn zuerst stecken.
Und jetzt sind wir im Vorteil. Tja, jetzt seid ihr ganzen Ärsche am Arsch, würde ich sagen, ha? Schlag doch, Heinrich! Ja, hau ihn weg! Let's go! Mhm. So, wir brauchen dringend irgendwie einen Verband oder so, da haben wir doch safe einen dabei, oder? E anwenden. Torso. E anwenden. Habe ich den jetzt angewendet? Jetzt sind die ganzen Ärsche am Arsch, ich hab's doch gesagt. E plündern. Oh Junge. Hans Capon, chill mal ganz kurz, ich muss schnell mein Inventory verwalten. Oh Code. Wie mache ich das? Was werfen wir weg? Brennnesseln 13 weg damit. X fallen lassen, alle. Fliegenpilze, weg damit. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben die Skillpunkte rausgeholt, wisst ihr, wie ich meine? Alles cool, aber wir brauchen das jetzt nicht. Hasenfleisch. Alter, das ist ja actually gar nicht so wenig wert, aber weg damit. Ja, weg damit. Weg damit. 102 Hasenfleisch? Junge, what the hell? Wie viel haben wir da gesammelt? Ist ja gestört. So, okay, und jetzt wird der Junge leer gelootet, das kracht. Also, hier, das hier ist was wert. 218 safe. Alter, Handschuhe sind so gottlos viel wert. Ich komme da nicht drauf klar. So, und deine Pfeile nehme ich mit. Ganz klare Sache, den nehme ich mit. Den Verband nehme ich mit. Dein Trockenobst nehme ich mit. Deinen restlichen Scheiß. Oh, hier 61. Deinen restlichen Scheiß kannst du behalten. Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen mehr Verbände knallen, oder? Hier. Ja. Ja. So, jetzt ist mein Torso verbunden. Scheint mir. Wo ist der Herr Hans Carporn? Da. Und wo ist der zweite von denen? Ich sehe halt gerade auch so wenig. Ich weiß. Junge, chill doch. Ich bin doch fast tot. Wir haben immerhin eingelootet. Vielleicht finde ich den zweiten jetzt gleich noch. Ich müsste ein bisschen chillen. Die haben mich früher entdeckt, als ich gedacht habe. Unser Sneak muss dringlichst verbessert werden. Heinrich! Ja? Ja, mir geht's nicht so gut, Freund Nase. Chill erstmal, ja. Ich esse jetzt hier mal schnell was und relax mal ein bisschen. Wie kann ich mich irgendwie ein bisschen healen hier? Schlafen und speichern. Let's go. Ja, sorry, Bro, aber ne? Muss jetzt hier erstmal eine Stunde chillen. Beginnen. Geht's mir danach besser? Spiel gespeichert, immerhin. Nee, alles cool. Ich wollte bloß kurz ein bisschen chillen, Alter. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Kein Thema. Aber wo warst du so lange? Digga, ich hab hier... Ach, du weißt schon. Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter. Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Fein. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na, hör mal, Miss Bauer. Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Komm, wir sind jetzt Kumpels, oder? Nee, wir machen es noch nicht zu schnell. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt sagen, verzeih, Herr, sagt er, komm, Alter, ich nehme dich doch nur auf den Arm, Mann, du hast mir gerade den Arsch gerettet und so. Verzeih, Herr, bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Wusste ich's doch. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanenschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Chill mal das bitte war kurz. Aufregung genug. Es waren doch jetzt zwei. Es hieß aber drei. Ich will den einen noch looten.
Wir dürfen nicht mehr looten, wie es aussieht, oder? God damn it. Okay, immerhin haben wir den einen leer gemacht. Hierher, Leute! Du da, hilf ihm! Immerhin haben wir den einen leer gemacht. Ich bin gerade mega happy damit, ganz ehrlich. Immerhin. Alter, waren wir erfolgreich. Wir haben den rasiert, wir hatten immer Pfeile, wir haben die Kumanen weggelüncht, Alter. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Mhm. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Oh. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Drip. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Ach so, ich mach das jetzt, hä? Ich dachte, wir feiern mich auch so ein bisschen. Vergib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Mm. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Mm. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Let's freaking go. Chill, ich muss mal kurz was schauen. Aha. Okay. Boah, Leute, ihr wisst nicht, wie ich hier manchmal in Angst lebe, gell? Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich krieg gerade meine Mic-Spur nicht angezeigt und ich hoffe so sehr, dass sie aufnimmt. Also schwingt eure Arsch in die Sättel. Das wird sonst echt stressig. Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Ey, müssen wir jetzt direkt nochmal los? Es scheint stark so, oder? Ich würde eigentlich schon erst gerne ein bisschen Stuff verkaufen, so Leute. Wo, was ist denn? Ach so, ich muss dem folgen. Wo ist denn mein Horse? Hauptmann Bernhard, wie sieht's aus? Bist du bereit? Ah, noch nicht. Noch nicht. Und warum vergeudest du Zeit? Wir werden nicht ewig warten. Okay, perfekt. Ja, dann. Oh, Leute. Wir müssen einiges regeln. Hä? Wo sind wir denn? Ah,
Got it, never mind. Okay, erstmal waschen wir uns hier ein bisschen. Übrigens, danke für den Tipp mit dem Badehaus. Oh Leute, ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie sehr ich hoffe, dass es einfach recorded. Das ist so eine tolle Folge. Wenn die jetzt in die Hose geht, wäre das so kacke. Außerdem jetzt die Safe Games verwalten. Ich sollte in Zukunft wirklich am Ende der Episode mit Retterschnaps speichern. Ja, weil bei den Exit Saves bin ich mir einfach nicht so sicher. Ruf verschlechtert? Warum? Aber ich die warten lasse, oder wie? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Dann, Digga, dann sagt doch nicht, dass ihr kurz wartet, so, wenn ihr es nicht tut. Alter, come on. Ey. Dann gib mir doch eine Angabe, Mann. Sag doch, yo, du hast 10 Minuten oder so. Als ob wir warten. Sind doch nicht dumm. Welches ist mein Pferd? Pebbles, aufsetzen. Ja, dann let's go. Ja, Leute, ihr seid solche Hunde, ohne Witz. Ich dachte, wir wären einmal Kumpels. Ja, chill jetzt mal. Folge den Männern nach Neuhof, alles klar. Wir riden. Oh Mann, wisst ihr, sowas finde ich echt stressig. Wir müssen uns echt darum kümmern in nächster Zeit. Das ist wirklich das Nächste, was ich mache. In den nächsten Episoden, die wir aufnehmen, oder wenn wir das nächste Mal ein bisschen Ruhe von der Mainquest haben, gehen wir los, sammeln Tollkirsche und Brennnesseln bis zum geht nicht mehr. Und dann wird gechillt. Wisst ihr, wie ich meine? Dann wird einfach mal ein bisschen Retterschnaps hergestellt, bisschen relaxed. Damit wir einfach in Zukunft eine noch geschmeidigere Erfahrung haben. Das ist mir schon wichtig. Wir müssen schon gut durchpreschen, gell? Ich glaube, umso schneller und geiler wir reiten, desto eher leveln wir da was, oder? Weiß ja nicht, wie das läuft, aber könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja. Ja. Alter, das macht schon Bock, ganz ehrlich. Also, wenn Reiten so in echt auch wäre, hätte ich schon mal Bock. Einfach reiten gehen. Ich fände es auch cool, wenn ich irgendwie ein Gestüt hätte. Man sagt das doch so, oder? Ja. Alter, mein Gestüt wäre so irre. Die wären einfach komplett irre. Oh, Leute. Ja. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel holt mich einfach immens ab. Guckt euch doch mal um. Es ist halt einfach auch wirklich schön, gell? Das macht schon Spaß hier. Einfach alles macht hier Spaß. Ja. Einfach unterwegs sein macht Spaß. Ich finde, es ist nicht mehr so selbstverständlich, oder? Meine leere Open Worlds, langweilige Open Worlds, haben wir in letzter Zeit viel gesehen. Hier habe ich das Gefühl, ich bin immer auf der Hut, es ist irgendwie immer geil. Sag mal, Neuhof ist hier nicht in der Nähe, dieser eine Schatz. Da könnten wir nachher mal nachgucken. Und ich glaube auch auf dem Weg zwischen... Oh, damn. Zwischen hier Ratai und Neuhof ist auch dieses Blumenfeld, wo anscheinend so viel Party abgeht. Zwecks, ja man, hier kannst du Tollkirsche und Brennnesseln rausholen. Ja. Ich wünschte, die hätten noch ein bisschen gechillt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt hier schon wieder looten können. Ich sehe auch hier schon die ganze Zeit 100 Kräuter, die ich gerne pflücken würde, aber ich kann halt nicht. Folge den Männern nach Neuhof. Auftrag abgeschlossen. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Oh shit. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Was ist dir geschehen? Puh.
Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Eieiei, Leute. Das ist wirklich nichts für zarte Gemüter hier. Das darf ich auf keinen Fall einer Gigi zeigen. Das darf sie nicht erreichen. Kann man die looten? Inspizieren. Haben sie wirklich abgeschlachtet? Warum tut man so etwas? Wir nehmen jetzt unsere Hexersinne, oder? Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Ah, okay. Warum tut man so etwas? Wie kann man nur so grausam sein? Können wir den mitnehmen? Den Hook? Nicht. Ja, Leute, gell? Das ist schon... Eieiei. Puh. Habt ihr... Nee. Diesen Talk führen wir nicht. Nevermind. Wir schauen jetzt mal nach, was hier abgeht. Können wir auch den inspizieren? Wie kann man nur so grausam sein? Okay, da wird meistens das Gleiche gesagt. Alter, die haben hier... Okay, da wurde ja nicht nur da drin geschlachtet. Junge. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Alter, mega, der Schöne war ja. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich hier so chillen. Meint ihr, hier lungert noch irgendwo einer davon rum? Alter, yo. Ja, Doggo, tut mir leid, Mann. In der Richtung, sagst du? Das kann natürlich sein, danke für den Tipp. Wir reden mal noch mit den Leuten hier. Alter, die Musik auch, yo. Es geht gerade richtig unter die Haut, oder? Hey, Mann, willst du reden, Mark? Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg!
Ich weiß, es ist schwer. Oder, also da haben wir 8. Ich werde mich um diese Bastarde kümmern. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie Erfolg. Haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier geschehen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Die Tiere starben zuerst. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt. Die Ställe haben gebrannt. Und überall diese Dämonen. Die Ställe brannten von Anfang an? Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein. Die müssen sie gleich angezündet haben. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Hinten? Wo? Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. War ein großer, schwarz gekleideter Kerl unter ihnen? War unter ihnen ein haushoher Kerl, ganz in schwarz? Dieser Halsabschneider, dieser Deivel, nie wieder will ich den sehen. Also war er hier. Blutrünstiges Scheusal. Warum brüllten sie so? Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Ein paar sind geflohen und der Rest hat also gekämpft. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin sind sie geflohen? Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Okay, das wäre alles. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Gespräch beenden. Erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Rolls of the tongue. Mein Beileid, Leute, mein Beileid. Ist das hier Smil? Meine arme Rose. Wie kann man nur so grausam sein? Tut mir leid, Mann. Alter, das geht schon echt nicht klar, gell? Das geht schon echt nicht klar. Sag mal, wo sind eigentlich die anderen, die hier Untersuchungen anstellen? Machen die überhaupt was oder wie ist es? Wisst ihr, was ich wichtig finde als Erkenntnis von Focher noch aus unserem Bogenduell? Die Tatsache, dass ich immer früher geschossen habe, aber er mich trotzdem noch getroffen hat. Die lässt nämlich 2 Schlüsse zu, die würde ich noch gerne kurz ausführen. Und zwar, zum einen, nachdem wir geschossen haben, dauert es eine kleine Weile, bis wir nach links oder rechts steppen können. Das heißt, selbst wenn der Pfeil bereits von der Sehne schnellte, sind wir noch eine kleine Weile stationär. Na, sonst hätte ich ja noch ausweichen können oder es zumindest versuchen können, sage ich mal. Deswegen hatte ich mich ja auch hinter diesem Baum positioniert, also nicht hinter dem, aber hinter so einem so. Ja? Das ist eine Brücke hier, sieht man gleich. Alle, die Minecraft gespielt haben, wissen Bescheid. Ja. Und zweitens, du musst deinen Bogen, glaube ich, gar nicht ganz spannen. Machst dann vermutlich weniger Damage, ziemlich sicher sogar, aber ich glaube nicht, dass du ihn ganz spannen musst. Glaube ich tatsächlich nicht. Wie viel Carry Weight haben wir? Knappe 20 kg. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle die erste Episode zu.
also die erste Episode dieser Woche. Ich wünsche euch was, lasst Liebe da. Ganz wichtige Sache, an Leute unter euch, die beim Enderal-Let's Play dabei waren und Bock auf den Enderal-Stream haben, indem wir über Diverses reden, uns diverse Dinge anschauen, ja, und generell einfach mal so ein bisschen recappen, wie geil Enderal war. Schaut mal bitte im Discord vorbei, da gibt's jetzt eine Rubrik, in der ihr da Sachen reinposten könnt, von wegen, worüber ihr gerne reden würdet oder welchen Part ihr nochmal gerne sehen würdet, etc. pp. Na, wird mega geil. Ich werde da noch ein Datum raushauen, vermutlich wird das so gegen Ende August dann laufen. Ich werde das jetzt folglich wahrscheinlich immer wieder mal so erwähnen. Bis dahin, einfach damit wir möglichst viele Leute abholen, die da Bock drauf haben. Dem Rest, den das nicht interessiert und auch dem Rest, den das interessiert, wünsche ich jetzt was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst Liebe da, euer P. Ade.